Guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einem ganz besonderen Abend. Die Veranstaltungsreihe Frankfurt liest ein Buch, Deutschlands wunderbarstes und sinnvollstes Lesefest, wie Alexander Karman in der Zeit geschrieben hat vor 2 Jahren, geht in diesem Jahr in die 7. Runde. Am Montag war die feierliche Eröffnung der Deutschen Nationalbibliothek. Ich vermute mal, dass einige von Ihnen da auch da waren. Es war ein sehr schöner Abend mit Lesungen aus dem Buch. Und ja, vielen Reden und Dieter David Zeuthe, der Autor des Buchs, der auch da war. Wir freuen uns, dass wir auch in dem Jahr als Filmmuseum ein kleines Filmprogramm zusammenstellen konnten und mit bei Frankfurt liest ein Buch mitarbeiten und mitmachen können. Wir haben ein thematisch passendes Programm zusammengestellt und zwar mit 2 Filmen. Heute zeigen wir Enjoy the Music von Wilhelm Rösing und Marita Bartel-Rösing. Ein Dokumentarfilm über die Pianistin Edith Kraus. Am kommenden Sonntag, den 17. April, zeigen wir einen weiteren Dokumentarfilm, ebenfalls über eine Pianistin, von der Hölle ins Paradies von Michael Teutsch. Und dieser Film hat die Protagonistin Alice Sommerherz oder Herz Sommer, dieser Name wird immer unterschiedlich geschrieben und gesagt, als Protagonistin. Auch den Abend möchte ich Ihnen jetzt schon sehr ans Herz legen. Das Buch, das Frankfurt in diesem Jahr liest, Sie wissen es ja alle, ist Dieter David Zeuthes Roman Frankfurt verboten, der Debütroman von ihm, in dem er beginnt mit den 1920er Jahren, die Geschichte der so überaus begabten Pianistin Elise erzählt, die am Dr. Hoschen Konservatorium studiert, in den 30er Jahren dann ihr Studium abschließt, eine vielversprechende Karriere als Pianistin vor sich hat, mit der Machtergreifung der Nazis aber mit Berufsverbot belegt wird und ihre Karriere damit erstmal endet und die dann später auch Deutschland fluchtartig verlassen muss. Der eigentlich fiktive Roman ist aber trotz alledem nicht ganz so fiktiv. Er erzählt nämlich sehr viel über die Frankfurter Geschichte, von allerdings einer unbekannteren Seite. Der Verleger Rainer Weiß vom Verlag Weiß Books, in dem Frankfurt verboten erschienen ist, spricht von einem Glücksfall, der dem Verlag zugeflogen sei. Dieter David Zeuthe, der eigentlich als Psychotherapeut in Sindlingen in einer Suchtklinik arbeitet, hat das Buch eigentlich nur für Familienmitglieder verfasst. Ein Exemplar allerdings hat er seinen Nachbarn gegeben, die wiederum auch Nachbarn von Rainer Weiß waren. Und Rainer Weiß hat das Buch sehr begeistert gelesen und das ist jetzt das Ergebnis. Es ist erschienen und die ganze Stadt liest es. Für uns wiederum ist es ein ganz großer Glücksfall, dass wir 2 Filme gefunden haben, die so wunderbar zu Frankfurt liest ein Buch passen und zu Frankfurt verboten natürlich auch. Und auch zur Geschichte von Elise Hermann, der Protagonistin von Frankfurt verboten. Beide Filme erzählen auf eine ganz spezifische Art, wenn man das so sagen mag oder will, tatsächlich auch Elises Geschichte weiter. Beide Filme haben 2 wunderbare Protagonistinnen, Edith Kraus und Alice Herz Sommer. Beide sind jüdische Pianistinnen, beide sind Musikerinnen gewesen. Beide, wie Elise auch im Buch, sind mit einem Berufsverbot belegt worden und dann sogar ins KZ nach Theresienstadt deportiert worden, das beide wie durch ein Wunder überlebt haben. Und beide sind danach auch unglaublich alt geworden. Edith Kraus starb 2013 100-jährig in Jerusalem. Alice Herz Sommer starb 2014 im Alter von stolzen 101 Jahren, 110 Jahren in London. Es sind also beides, kleiner Rechenfehler, es sind also beides unglaubliche Jahrhundertzeuginnen gewesen. Und umso schöner, dass es 2 Dokumentarfilme gibt, die beide nochmal so ins Rampenlicht rücken und beide ihre Geschichte auch erzählen lassen und somit in unser Bewusstsein für immer verankern. Beide Pianistinnen haben Zeit ihres Lebens die Kraft und Magie und Schönheit der Musik als einen der wichtigsten Bestandteile ihres Lebens betrachtet. Das sagen beide auch deutlich in den Dokumentarfilmen. So wie das auch Elise Hermann in Frankfurt verboten tut. Beide, also Alice und Edith, sprechen davon, dass die Musik sie auch in schwierigen Zeiten begleitet und getröstet, ja sogar gerettet hat. Eindrücklich gelingt es beiden Filmen, die Zeit und die Musik der beiden lebendig werden zu lassen. Und ganz besonders schön finde ich, dass es in Enjoy the Music, den Film, den wir heute Abend sehen, zumindest eine kleine Begegnung der beiden gibt, eine telefonische, die filmisch dokumentiert wird. Das werden Sie gleich im Film sehen.
Möglich gemacht haben das Wilhelm Rösing und Marita Bartels Rösing, die beiden Regisseure von Enjoy the Music. Und ich freue mich riesig und sehr, 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 dass beide heute Abend hier sind, frisch aus London von Dreharbeiten, die sie dort gerade haben, nach Frankfurt gekommen. Sehr herzlich willkommen. Bedanken möchte ich mich auch an der Stelle sehr gerne und ebenfalls sehr herzlich bei den Organisatoren oder auch dem Organisationsteam von Frankfurt liest ein Buch, allen voran Lothar Ruske und Sonja Gülk. Und ich glaube, dass auch Robin Schmerer von Weißbuchs heute Abend hier ist. Wenn ihm so ist, dann auch ihm herzlich willkommen. Wir werden heute Abend viel erfahren über die Geschichte von Edith Kraus, die 1913 als Kind tschechisch-jüdischer Eltern in Wien geboren wurde, dann später mit ihren Eltern nach Karlovy Vary, so ist der tschechische Name der Stadt Karlstadt auf Deutsch, übersiedelte, schon mit 11 Jahren als musikalisches Wunderkind galt und als 13-Jährige in Berlin dem damals unglaublich berühmten Arthur Schnabel vorspielen durfte und von ihm in die Meisterklasse aufgenommen wurde und dann mit 14 ein Meisterstudium angefangen hat. Sie ist dann nach dem Studium wieder zurück nach Prag gegangen. Nach der Besetzung der Tschechoslowakei wurde sie nach Theresienstadt deportiert, hat aber, ich habe es vorhin schon gesagt, wie durch ein Wunder tatsächlich das KZ überlebt und ist dann nach Kriegsende mit ihrem zweiten Mann nach Israel emigriert. Auch das werden Sie alles gleich nochmal ganz ausführlich im Film sehen. Über das Leben von Edith Kraus, über die Entstehung von Enjoy the Music, über die Verbindung von Frankfurt Verboten zu Edith Kraus und zu dem nächsten Film, den wir auch sehen, zu Alice Herz Sommers Film, werden wir im Anschluss ganz, ganz ausführlich sprechen können. Sie sind jetzt schon sehr herzlich eingeladen, sich während dem Film Fragen zu überlegen, die Ihnen auf den Nägeln brennen. Herr Rösing, Frau Bartel-Rösing werden Sie gerne beantworten. Und ich darf Ihnen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, was glaube ich nicht so viele sind, beide noch mal vorstellen ganz kurz. Nämlich beide sind, deswegen habe ich das auch so gesagt, keine Unbekannten hier in Frankfurt. Sie haben über 30 Jahre hier gelebt, sind vor 18 Jahren, glaube ich, schlussendlich nach Bremen in den hohen Norden gegangen, zusammen mit ihrer Familie. Und Wilhelm Rösing ist kein eigentlicher Filmemacher, beziehungsweise er hat eigentlich Chemie studiert, sogar bis zur Promotion und hat sich das Filmemachen und das Filmen selber beigebracht. Und auch eine schöne Koinzidenz, sein erster Film oder seine ersten Filme wurden im kommunalen Kino, das damals noch nicht hier war, sondern im Alten Historischen Museum. Aber wir sind das Kino im Deutschen Filmmuseum quasi der Nachfolger oder die Fortführung des kommunalen Kinos uraufgeführt. Nach unzähligen Lehrfilmen, die er für das FWU, für das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, so der korrekte Titel, gedreht hat, hat er ab den 1980er Jahren angefangen, als freiberuflicher Dokumentarfilmer zu arbeiten, als Autor und Produzent und Regisseur in Personalunion. Und das tut er und tat er oft in Kollaboration mit anderen, aber auch mit seiner Frau, Marita Bartel-Rösing, die eigentlich von Haus aus Psychotherapeutin ist und Psychoanalytikerin ist und Mitarbeiterin und Mitglied im Bremer Psychoanalytischen, in der Bremer Psychoanalytischen Vereinigung und Autorin zahlreicher Publikationen. Mit seiner eigenen Produktionsfirma hat Wilhelm Rösing ab den 1990er Jahren sich auf Filme über jüdische Emigranten als Schwerpunkt konzentriert. Und ich mag Ihnen gerne einige Titel nennen. Überleben im Terror, Ernst Fehlers Geschichte von 1992 bis zur Umkehrbank. Hans Keilsohn erinnert sich, den er zusammen mit seiner Frau Marita Bartel-Rösing gedreht hat von 1995. Überleben und Widerstand über die Gedenkstätte Buchenwald, ebenfalls von 1995. Und der Einzelkämpfer Richter Heinz Düx von 2011, den wir vor 2 Jahren hier im Deutschen Filmmuseum ebenfalls gezeigt haben. Und ich glaube, einige von Ihnen auch da waren. Jetzt aber wünsche ich Ihnen einen interessanten und musikalischen Abend und enjoy the music. Ja, nochmal herzlich willkommen, Wilhelm Rösing und Marita Bartel-Rösing. Ja, muss man unbedingt Klavier spielen?
So hört der Film auf. Ich glaube, er beantwortet die Frage eigentlich selber. Man muss, wenn man Edith Krause ist. Warten wir einen Moment, bis die, die gehen wollen, gegangen sind. Ja, natürlich. Wir haben auch ein Mikro. Sie müssen einfach nur aufzeigen und dann kommt das Mikro. Folgendes. Es gibt ja so eine große dreibändige Biografie von Franz Kafka. Ich kann jetzt leider nicht den Autor nennen, aber es ist vor kurzem erschienen. Da steht drin, dass Prag zur Zeit Kafkas bestand aus 35.000 deutsch sprechenden Pragern, 35.000 jüdischen Pragern und außenrum 350.000 Tschechen. Wissen Sie, was aus diesen 35.000 Juden geworden ist? Was sollen wir darauf sagen? Wahrscheinlich sind die meisten ermordet worden. Sind die direkt nach Theresienstadt gebracht worden oder gab es da Pogrome oder so irgendwas? Wissen Sie nicht, ne? Die sind mit einem Zug nach dem anderen nach Theresienstadt gebracht worden. Und die meisten von Theresienstadt, eben das haben wir von Edith Kraus gehört, sind weitertransportiert worden in die Todeslager nach Auschwitz. Sagen Sie ruhig was. Wir haben jetzt etwas Raum, auch dass Sie zu Wort kommen und dass Sie mit Ihren Eindrücken, Gedanken, die der Film in Ihnen ausgelöst hat, sagen Sie ruhig was dazu. Also ich finde es eine sehr anrührende Dokumentation, sehr, sehr schön, auch begrenzt in den Mitteln, dadurch sehr intensiv und deutlich. Und auch, was mir besonders gut gefallen hat, dass sie solche Leute aufgenommen haben wie die Frau Haufe, die sagt, sie muss nach Israel fahren, um dort das gerettete Europa, so quasi die Kultur Europas kennenzulernen. Also es hat mich sehr beeindruckt, so als kleine Anmerkung, aber erstmal ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Dokumentation. Also wir haben 2013 ihren 100. Geburtstag mit ihr gefeiert. Das war sehr schön. Sie hat sich sehr gefreut, 100 Jahre alt zu werden. Das war unglaublich, mit welcher Freude sie das erleben konnte. Und sie ist dann einige Monate, 3 Monate später in Jerusalem gestorben. Sie haben die Tochter gesehen im Film. Die Tochter ist Mathematikerin. Und gibt es Enkelkinder von Edith? Ja, sie hat 5 Enkelkinder. Nein, stimmt nicht. Sie hat 2 Enkelkinder, 5 Urenkelkinder. Ich wollte fragen, gibt es diese CD zu kaufen, ja, von mit der Musik von Ullmann? Die wir dauernd gesehen haben im Film. Also die gibt es und wir haben, glaube ich, heute keinen dabei mehr. Die ist am Ausgehen und
Wir versuchen diejenigen, die das aufgenommen haben, Sie haben die beiden gesehen, die das Label gemacht haben, dazu zu bringen, dass sie es noch mal eine Auflage machen, weil also immer nach dem Film gibt es immer Nachfragen danach. Wenn Sie wollen, können Sie Ihre Adresse bei uns hinterlassen. Also im Moment gibt es bei uns die letzten 20 CDs. Und dann wollte ich fragen, gab es auch Aufnahmen, wo man also Edith Kraus gesehen hätte im Konzert? Da habe ich immer so drauf gewartet. Ich meine, die Musik haben wir gehört, die sie gespielt hat, aber gab es keine Aufnahmen von Konzerten, Filmaufnahmen? Also es gibt irgendwo eine ganz kleine Aufnahme von ihr, hat der NDR sie mal aufgenommen, aber wir fanden es ausreichend, sie zu hören. Also wobei, das muss ich mal anmerken, das war heute leider nicht schön hier. Es hat leider ziemlich geklirrt, die Musik. Also die Edith Kraus spielt mit einer solchen Weichheit, das hat mich ein bisschen gekratzt heute. Ja, also in der Tat, wenn man die DVD zu Hause auf dem Fernseher anguckt, da sind die Kanäle natürlich anders geregelt und anders ausgesteuert, als wenn man die DVD hier bei uns im Kino, wo die Tonkanäle einfach auf Kino Filme ausgelegt sind, abspielt und dann lässt sich der Ton leider nicht so schön wiedergeben wie zu Hause. Wir haben es schon anders gehört, wir hätten es ausprobieren sollen. Das war ein Versäumnis von uns auch, dass wir es nicht gefragt haben, aber ich hoffe, Sie haben es trotzdem genossen, die Musik. Das waren Werkaufnahmen, also das eine war die Ullmann-Sonate, aber das alles andere waren Aufnahmen, die so nebenbei gemacht wurden, als die beiden, Kanekisa und Maillard, mit ihr in Prag gearbeitet haben. Und die haben uns dieses Material dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Also das waren Aufnahmen, wo sie gerade so eben mal nebenbei was angespielt hat. Ich wollte Ihnen noch sehr herzlich gratulieren zu diesem wunderbaren Dokument, was Sie hergestellt haben. Was mich daran besonders berührt hat, ist die Tatsache, dass Sie nicht viele Dinge versucht haben nachzustellen und den Leuten zu zeigen, und dass da auch viele Dinge, ob das in Theresienstadt oder auch in Auschwitz war, dass sie von bestimmten Situationen, die man schon gesehen hat und die auch ganz furchtbar sind, eigentlich ein wenig entfernt waren. Und trotzdem waren sie der Tatsache dieses Zeitraums ganz nah. Und das finde ich ganz großartig. Und möchte Ihnen herzlich dafür danken. Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Es nachgestellt ist natürlich gar nichts. Das sind authentische Gespräche mit Edith, die sich über einen Zeitraum von 5 Jahren erstreckt haben. Dass wir immer wieder zu ihr gefahren sind nach Israel und viel gesprochen, schöne Zeiten mit ihr hatten auch und immer wieder dann mit Kamera auch, und nur so ist es möglich. Das geht nicht, indem man mal kurz kleine Reportage macht. Also das war 5 Jahre lange Arbeit, und in der eine gemeinsame Beziehung entstanden ist. Und Edith war sehr beziehungsfähig, das haben Sie, glaube ich, auch gesehen. Also im Alter von 93 Jahren noch so eine intensive Beziehung zu Deutschen aufzunehmen, das fanden wir schon außerordentlich bemerkenswert. Entschuldigung, ich wollte ganz kurz noch zu dem Nachgestellt was dazu sagen. Also wir hatten ja ein ganz wunderbares Hilfsmittel oder eine richtige Bühne, kann man sagen. Und das ist die Ausdrucksfähigkeit von dem Gesicht von der Edith Kraus, ja. Das heißt also, wir sehen ja sozusagen mit ihren Augen, sie schaut irgendwo in etwas ganz Schreckliches, und das empfinden wir auch. Also das ist ja das, was sie vermitteln kann. Wie habt ihr sie entdeckt? Ja, das kann ich gerne erzählen. Als Edith Kraus 93 Jahre alt war, hat sie in Jerusalem da schon gewohnt, hat sie bei ASF angerufen, ist Ihnen das ein Begriff? Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Diese Organisation,
die junge Freiwillige in alle Länder schickt, in denen die Deutschen sich schlecht benommen haben. Und dann hat sie also bei ASF angerufen und hat darum gebeten, man möge ihr einen jungen Deutschen schicken. Sie möchte mit einem jungen Deutschen sprechen. Und dann hat man ihr den Srinivas Rösin geschickt. Und das ist unser Sohn. Und der hat uns mit ihr bekannt gemacht. Und er ist selbst, also er hatte die Aufgabe, jede Woche einmal zu ihr zu gehen. Wir dachten erst, er würde was helfen dort, aber dem war nicht so. Die beiden haben sich unterhalten. Und er ist nicht nur einmal die Woche zu ihr gegangen, sondern er ist zweimal die Woche ein Jahr lang zu ihr gegangen. So gut haben die beiden sich verstanden. Und weißt du, warum sie das wollte? Konnte sie das sagen? Ja, es war ja so, darüber spricht sie ja auch sehr offen, dass sie jahrzehntelang keinen Fuß mehr auf deutschen Boden setzen wollte. Und auch die Kontakte, die sie zu Deutschen aufgenommen hat, das ist ja, da haben wir ja auch eine alte Freundin aufgenommen, also das war sehr vorsichtig und sehr, das war sehr schwer für sie, das sagt sie ja auch, das war schwer für sie, Kontakt zu Deutschen zu haben. Und ich sehe es als eben dieses, dass sie sich entwickelt hat, dass sie sich noch jenseits ihrer 90er Jahre entwickelt hat. Sie war ja zu diesem Zeitpunkt dann doch nach Deutschland gegangen, um Meisterkurse dort zu geben. Und sie hatte dann den Wunsch, mit einem jungen Deutschen zu sprechen. Sie war immer interessiert dran, also nach den Filmen, wenn sie noch leben würde, würde ich sie anrufen nachher. Und sie wäre hoch interessiert dran, was die den Film gesehen haben, was die gefragt haben, was die wissen wollten, was die gesagt haben. Sie war sehr interessiert dran, wie die Entwicklung in Deutschland weitergegangen ist. Und sie wollte wissen, wie die Jungen denken, wie die jungen Deutschen darüber denken. Und ich denke, sie hat mit Srinivas über all dieses sprechen können. Also es war ihr gar nicht egal, was jetzt in Deutschland los ist, sondern sie hat das sehr, sehr aufmerksam aufgenommen. Ja, dann möchte ich zum, wie es weitergeht, einen kleinen Kommentar noch machen. Wir, das sind Flüchtlingsarbeiter in Bockenheim, die also eine Flüchtlingsorganisation betreuen, in Labsal, im Campus Bockenheim. Wir haben gestern ein Klavier geschenkt bekommen als Spende. Der Transporteur hat es als Spende, wird es morgen liefern. Wir werden dort Klavier spielen mit Flüchtlingen, mit allen Leuten, die wir treffen. Und wir werden die DVD, wenn wir die erwerben können, wir machen auch Samstagskino, werden wir die DVD zeigen, um auch ein Dokument, nicht nur für Flüchtlinge, die verstehen das zum Teil nicht so richtig gut, aber sind auch richtig gut gebildete, also auch die eine musikalische Ausbildung haben. Also es ist sehr vermischt und die versuchen wir auch zu erreichen, dass die sich die DVD auch anschauen. Es gibt auch natürlich eine englische Version der DVD, die wäre vielleicht geeigneter dafür. Gibt es sonst noch andere Aufnahmen von ihr oder ist sonst nie was passiert? Ist sie nie aufgenommen worden? Gab es andere Schallplatten oder CDs? Andere Aufnahmen, es wurden oft Aufnahmen mit ihr gemacht, aber es gab nicht einen Film über sie. Und nee, die gibt es nicht mehr im Handel, aber es gibt einiges, was aufgenommen wurde. Und dass es keinen Film von ihr gab, das fanden wir, das
ja, dass es einen Film von ihr geben sollte. Und wir haben sie gefragt, ob sie, das kannst du aber besser erzählen. Ich weiß jetzt nicht genau, was du erzählen wolltest, aber es, also dass es keinen Film über sie gab, das hat uns natürlich sehr erstaunt, aber es ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass die Überlebenden der Shoah auch in Israel durchaus nicht befragt wurden. Wir haben in Deutschland immer so die Vorstellung, in Israel redet jeder darüber, aber es ist ganz und gar nicht der Fall. Zumindest ist es ganz und gar nicht der Fall gewesen, denn in Israel sind ja also, sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahren, da haben die andere Vorbilder gesucht als Überlebende, sondern die Überlebenden, die konnten am ehesten untereinander sprechen. Und ansonsten, und deshalb ist auch kein Film über Edith Kraus gemacht worden. Ich finde es sehr bedauerlich, ja. Denn wir sind natürlich sehr, sehr spät gekommen. Also wenn wir 20 Jahre früher da gewesen wären, dann hätten wir sie spielen gesehen, ja. Gut, wir haben sie jetzt gesehen, aber das war jetzt nicht mehr konzertreif, was sie mit der einen Hand spielen konnte, ja. Ja, aber als kleines Pendant, ich habe es ja vorhin gesagt, dass wir am Sonntag den Film über Alice Herz Sommer zeigen. Auch von ihr gibt es eigentlich sehr, sehr wenig, wobei im Gegensatz zu Edith Kraus gibt es immerhin über Alice Herz Sommer noch einen zweiten Film als den, den wir jetzt am Sonntag zeigen. Aber auch da würde man ja wirklich denken, dass es da viel mehr Interesse gibt und viel mehr und viel früher Filmemacher auf die Idee gekommen sind, wären sie zu befragen. Naja, wir sind eigentlich alle sehr spät dran. Also ich habe angefangen 1987 oder 85 habe ich die ersten Vorarbeiten gemacht. Das ist ja Gott weiß, wie spät, ja. Naja, aber auch wenn man sieht, wie spät es überhaupt war, bis sie musikalisch auch wiederentdeckt wurde, bis auch die verfemten Komponisten und Musiker wiederentdeckt wurden. Es war ja erst in den 80er, 90er Jahren zum Teil. Auch da denkt man aus unserer Sicht jetzt, warum ist da niemand früher mal drauf gestoßen und hat sich dafür interessiert? Ich glaube, darauf gibt es eine Antwort. Es dauert so lange, das Trauma zumindest so weit zu bearbeiten, darüber sprechen zu können, sowohl von der Seite derer, die es erlitten haben, als auch von der Seite derer, die aus dem Volk der Täter kommen. Es hat bei uns so lange gedauert und auch bei Edith. Edith hatte auch vor 40 Jahren nicht so drüber sprechen können. Also insofern, wir sind zu der Zeit gekommen, als sie offenbar das ganz große Bedürfnis hatte, nochmal ihr Leben auch und auch die Bereitschaft hatte, durch ihr Leben so hindurchzugehen und das so nochmal zu durchleben. Denn dass das nicht leicht war, die Gespräche, oder nicht nur leicht, ist vielleicht sichtbar auch geworden. Also da gab es sehr schwere Stunden auch, wo wir viel geschwiegen haben und wo es richtig ein Durchleben auch von ihr nochmal war und wo wir auch an die Grenze kamen, ist das überhaupt zumutbar und was, also das war schon sehr schwierig und das ist jetzt zusammengeschnitten, wir haben über 50 Stunden Material und haben noch viel, viel mehr Stunden natürlich mit ihr gesessen. Und das war schwer auch. Also das ist schon außerordentlich, dass sie dazu bereit war und dass es ihr offenbar so ein Anliegen war, eben mit einem jungen Deutschen zu sprechen und mit uns zu sprechen und damit auch nochmal sich vieles klar zu machen. Ich wollte nur einmal sagen, danke für diesen Film. Und ich finde, es ist Ihnen gelungen, dass man im Gesicht von Edith Kraus mehr lesen kann, als vielleicht in einem dicken Buch, in einem dicken Geschichtsbuch oder in einem dicken Psychologiebuch. Ich finde es ganz hervorragend gelungen. Also ich habe jetzt lange dran rumgekaut, weil ich gar nicht so in der Materie drin bin. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese drei Komponisten ja, haben nicht überlebt, aber dennoch Kompositionen von ihnen sind erhalten. Und auf den einen Blättern stand ja Theresienstadt drauf von dem Herrn Ullmann. Wie ist das aus Theresienstadt
gekommen? Ja, also wie ist es erhalten worden? Ich habe sogar gar keine Vorstellung, wie diese Geschichte gelaufen sein könnte. Also diese Sonate von Ullmann, die hat er ja 1943, glaube ich, steht da, hat er in Theresienstadt beendet und Edith Kraus hat es dort uraufgeführt. Und man denkt ja immer, alles, was dort passiert ist, das ist von der SS beherrscht worden. Das war aber natürlich nicht der Fall, sondern die Häftlinge, der gesamte kulturelle Innenbereich, der ist von der jüdischen Organisation übernommen worden. Also bei den Konzerten, die sind nicht also von den Aufsehern organisiert worden und da ist auch keiner dabei gewesen, sondern das ist allein von den Häftlingen im Ghetto organisiert und aufgehoben worden. Also das waren ja große Schreibereien, wo also alles aufgeschrieben wurde und die haben einfach solche Kompositionen haben die aufgehoben. Das war absolut unerwünscht natürlich, aber die SS war nicht in der Lage, das alles zu kontrollieren. Die sind eigentlich davon ausgegangen, macht ihr, was ihr wollt, ihr seid sowieso in kürzester Zeit alle tot. Das war die Einstellung von den Bewachern gewesen. Ja, ich würde gern was hinzufügen, was vielleicht hier in Frankfurt interessant sein könnte. Also Edith Kraus war sehr stolz darauf. Das haben Sie auch in einer Szene, glaube ich, gut sehen können. Sie war sehr stolz darauf, was für eine Kultur dort sie in Theresienstadt wirklich auf die Beine gestellt haben. Und dann hat sie mir ein Buch unbedingt schenken wollen, hat das lang gesucht und dann gefunden und hat gesagt, schau mal, ein ganz dickes Buch, damit du siehst, dass da nicht nur Musik war, da waren Vorträge auch. Und da wurden auch jede Woche wurden da mehrere Vorträge gehalten. Und dann hat sie das Buch aufgeschlagen und ich sehe ein Bild eines Mannes, der mir wohl bekannt war, von Berthold Simonson. Ich glaube, einige kennen ihn oder zumindest seine Frau, die Trude Simonson. Und da war da ein Vortrag von Berthold Simonson abgedruckt mit Bild. Also da war eine große Kultur in Theresienstadt. Also ich wollte noch ganz kurz was ergänzen zu dieser Komposition von dem Ullmann. Dieses Skript oder diese Urschrift, die hat Hans-Georg Adler, ich weiß nicht, ob jemand den Namen kennt, der hat das irgendwie mitgenommen. Der war Schreiber dort und Hans-Georg Adler ist derjenige, der also ein ganz großes Werk über Theresienstadt, eigentlich das grundlegende Werk über Theresienstadt, hat er geschrieben. Und das ist sozusagen in seinem Nachlass gefunden worden. Dazu muss man einfach sagen, dass der Hans-Georg Adler, der hat sich dafür interessiert, wie war das Zusammenleben der Häftlinge im Ghetto. Und zu denen, die also eine etwas privilegierte Stellung hatten, und zu denen hat Edith Kraus auch gehört, als große anerkannte Künstlerin, zu denen hat er ein etwas gespaltenes Verhältnis gehabt, sodass er also diese Komposition mit zu sich genommen hat, aber er hat nie etwas damit gemacht. Das erst aus seinem Nachlass ist das dann gefunden worden. Ich fand nochmal besonders berührend, dass sie, ich glaube, es war gegen Schluss dann gesagt, als du gefragt hast, wo ist deine Heimat, glaube ich, und dass sie dann sagte, oder ist Israel deine Heimat? Und sie meinte, so könnte ich das nicht sagen. Ja? Und da ist nochmal so deutlich geworden, was wirklich zerstört worden ist, also ihre ganze Familie. Das kann man sich ja irgendwie kaum vorstellen, ja, dass man quasi alleine übrig bleibt und es gibt keine Familie mehr. Man lebt in einem Land, wo man sagt, naja, man kann es nicht so sagen, dass das meine Heimat ist, ja. Und dann dachte ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber nachdem sie dann den Schlaganfall hatte, dann war es etwa ein Jahr, dass sie nicht mehr spielen konnte und dann starb sie. Also so habe ich es verstanden, ja.
als wäre sozusagen die Musik das gewesen, das Einzige gewesen, was sie wirklich durch all ihre schweren Erfahrungen, auch in Theresienstadt, was sie am Leben erhalten hat. Und ich glaube, das wird ja auch durch andere Studien bestätigt. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Primo Levi war, der sagte, sofern, oder nicht, ich glaube bei Bettelheim, sofern man noch etwas hatte, woran man, womit man identifiziert war, das half, diese Vernichtungslager zu überleben. Und ich finde, bei ihr ist das nochmal besonders deutlich. Ja. Ja, das hat sie uns, gut, dass du es ansprichst, das hat sie uns immer wieder gesagt, dass die Musik so ungeheuer wichtig war. Wir haben ein paar Stellen drin, aber sie hat noch länger gelebt nach dem Schlaganfall. Sie hat ja auch noch gespielt. Sie hat nicht vor der Kamera spielen wollen, aber sie hat mir immer kleine Ständchen gegeben. Also sie hat noch gespielt mit der einen Hand. Und sie hat vor allen Dingen im Geiste gespielt, sie hat nachts gespielt. Und die Nächte, das hat sie selbst, ja, also wir haben, es ist ja eine Auswahl, was wir in den Film reingenommen haben, aber das kann ich noch ergänzen. Sie sagt es ja am Schluss, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann spiele ich. Und die Nächte wurden immer schlimmer gegen Ende ihres Lebens. Also je mehr die Ich-Kräfte, das kennen wir ja alle mit den alten Menschen, je mehr die Ich-Kräfte nachlassen, desto quälender wird das traumatisch Erlebte. Und dass sie sich nachts vorgestellt hat, ihr Vater in der Gaskammer und diese Geschichten. Also das, was sie alles andeutet, auch das wurde zunehmend schlimmer. Und sie hat das innere Spielen dagegen gesetzt, solange sie konnte. Und sie hat am Ende, hat sie Erstickungsängste gehabt, also ganz furchtbar. Sie hat Erstickungsanfälle gehabt. Das fand ich sehr schwer zu ertragen. Also diese Vorstellung auch, dass sie so nah rangekommen ist. Also selbst dieses Leben, also wo man ja sagen kann, sie hat nach der Katastrophe noch sehr viel Schönes auch erlebt und sie hat vor allen Dingen große Fähigkeiten gehabt, Resilienzfähigkeiten, sich zu erholen, könnte man doch meinen, und ihre Kräfte zu mobilisieren. Selbst diese Frau hat am Ende sehr, sehr unter dem Trauma gelitten. Hat sie denn noch etwas von ihrem gedrehten Film gesehen? Selbst gesehen? Ja, sie hat den Film so oft gesehen. Also wir haben ihn ihr gezeigt vor der Premiere. Es war eine große Premiere in Jerusalem mit einem überfüllten Kinosaal. Und was ganz furchtbar war, es kamen ganz viele nicht mehr rein in den Saal. Und es waren offenkundig, waren das Überleben, also alte Leute, die selbst Überlebende waren. Und der Saal war völlig überfüllt. Und Edith Kraus war dabei. Und es war dann nochmal anlässlich ihres 100. Geburtstages, haben die dann nochmal eine Aufführung gemacht, weil so viele nicht reinkamen. Und da war sie auch noch dabei. Und sie hat den Film wirklich geliebt. Also es war am Ende so, wenn es ihr schlecht ging, hat ihre Betreuerin den Film aufgelegt. Und das hat sie, also war etwas, was sie auch zentriert hat. Also das hat uns sehr gefreut, dass sie so den Film so geliebt hat. Und die Kinder von ihr, konnten die auch Deutsch, konnten die das alles verstehen oder gab es den Film mit englischen Untertiteln? Das ist eine Geschichte für sich. Also die Tochter Hava, die haben wir, als wir das erste Jahr mit Edith Kraus gedreht haben, die haben wir, glaube ich, nur einmal durch die Wohnung huschen sehen, obwohl sie im selben Haus wohnte. Und wir haben jahrelang
immer nur Englisch mit Hava gesprochen. Und ich habe mich immer gefragt, wie es dazu kommt, dass also sie ihrer Mutter Thomas Mann auf Deutsch vorliest. Das war mir völlig unerklärlich. Und dann irgendwann haben wir dann auch mal gefragt, wie das denn, ob die Hava denn auch Deutsch könne. Und da hat Edith gesagt, natürlich, ich habe doch immer Deutsch mit ihr gesprochen. Deutsch war ja die Muttersprache von Edith und so hat sie auch mit ihrem Kind gesprochen, ja. Und nachdem der Film fertig war, da hat die Hava auch den Film gesehen und seitdem sprechen wir miteinander Deutsch. Ja, ich glaube, das ist was, wenn wer von Ihnen in Israel schon war, was man oft mit der zweiten Generation von Überlebenden erleben kann, dass da eine ganz große Distanz zu Deutschen ist, bei der zweiten Generation, eben bei Hava. Und jetzt sprechen wir Deutsch und ich glaube, das besagt sehr viel. Und vorher war diese Distanz nötig mit der englischen Sprache. Und gab es mal Überlegungen, auch Interviews mit Hava zu führen für den Film? Das habe ich mich nämlich gefragt, warum sie gar nicht als Protagonistin oder als Sprechende, Erzählende über ihre Mutter und über ihren Vater zu sehen ist. Ja, wir haben das natürlich angesprochen. Wir haben Hava darauf angesprochen, eben noch auf Englisch. Aber sie wollte das nicht. Sie hatte uns aber eine Tonbandaufnahme. Also sie hatte uns erzählt, also das war ganz am Ende dann auch schon kurz vor Veröffentlichung. Aber sie wollte selbst nicht, sie hat zugestimmt, dass wir sie aufnahmen, wie sie ins Konzert gehen. Sie wollte aber nicht öffentlich sprechen über ihre Mutter, habe ich auch verstanden. Also das ist zum Beispiel einer der Fehler, auch den wir gemacht haben. Beim Abspann fehlt die Hava unter den Protagonisten. Und eigentlich ist sie eine Protagonistin. Sie geht mit ihrer Mutter und sie unterstützt ihre Mutter bei dem Besuch ins Konzert. Ja. Und also das bei dieser ersten Version, die wir jetzt hier haben, haben wir das leider einfach unterschlagen, weil wir das Wort da so hoch gestellt haben. Und ich finde, dass sie einfach unwahrscheinlich freundlich mit ihrer Mutter da geht und sich absolut unterstützt. Und so wie wir das Leben der beiden gesehen haben, also ich kann mir wenig Kinder vorstellen, die sich so um ihre Eltern kümmern, wie das die Tochter Hava um die Edith gemacht hat. Also es war sehr notwendig und die Edith hat das auch gewollt, aber die Hava hat das auch in einer, ich kann nicht sagen ausufernden, aber in einer sehr umfassenden Art und Weise geleistet, ihrer Mutter. Ich glaube, es war auch ein Respekt vor dem, ihrer Mutter den Raum zu lassen. Also es waren ja, es war etwas, wo sie auch zurückgetreten ist und sich zurückgehalten hat. Ich würde, glaube ich, gerne noch sagen, vielleicht konnten Sie das dem entnehmen, vielleicht auch nicht, das waren nicht Gespräche mit Frage und Antwort, sondern das waren Gespräche in einer eher psychoanalytischen Weise, also dass wir zusammen, dass wir den Rahmen geschaffen haben, wir sitzen zusammen und dann hat Edith dort angefangen zu sprechen, wo sie gerade mit ihren Gedanken war und ich bin ihr gefolgt und ich habe Nachfragen gemacht, aber es war nicht so, dass wir sie interviewt haben und das von uns ausging, sondern das ging immer von ihr aus und ist dem und es hat sich gemeinsam entwickelt. Natürlich hat sie zu uns gesprochen und das hat das Ganze beeinflusst. Es war was Gemeinsames. Also ich sehe den Film auch als ein gemeinsames Werk von Edith und uns. Und so hat Edith den Film auch aufgenommen, als etwas Gemeinsames, als unser Film. Also ist der Film einer Beziehung auch, die sie noch aufnehmen konnte in so hohem Alter. War die Gesprächssituation auch bei den anderen Gesprächspartnern so? Oder gab es da mehr die Frage, das Interview? Da gab es mehr Nachfragen, aber im Prinzip schon auch, also dort anzufangen, was derjenige, das Sujet war ja klar, was derjenige sagen wollte.
Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Aber mich würde ganz zum Schluss tatsächlich noch, um den Schlenker zu machen, zu Frankfurt liest ein Buch interessieren, ob Sie das Buch denn kennen oder schon gelesen haben oder noch lesen wollen. Ja, mich hätte jetzt, wenn Sie schon gelesen hätten, sehr interessiert, was Sie aus der Geschichte, die ja stellenweise einfach ähnlich ist zu der Geschichte von Edith oder auch von Alice, sagen. Gesagt hätten. Ja, ich würde gern was zu Alice noch sagen, denn Sie werden ja oder einige von Ihnen werden ja den Film über Alice Herzsommer sehen. Und das ist wirklich faszinierend, wie unterschiedlich die beiden auch sind und wie eng die befreundet waren und was für ein Glück, auch wenn Sie sich vorstellen. Also Edith, die Alice hat zu uns gesagt, ja, die Edith, die ist ja noch so jung. Zu dem Zeitpunkt war Edith 98 Jahre alt und Alice war eben schon 108 Jahre alt. Und die waren so befreundet miteinander, dass sie jede Woche miteinander telefoniert haben. Und das ist schon ein Glück ja auch. Eine 108-Jährige, die mit ihrer 98-jährigen Freundin. Und bis zum Ende haben sie miteinander telefoniert. Und haben wirklich also eine Beziehung gehabt, eine enge Freundschaftsbeziehung. Und ich glaube, wenn Sie den Film über Alice sehen, die sind wirklich sehr unterschiedlich. Total. Also man merkt es ja schon an dem kurzen Telefongespräch und auch an der kurzen Gesprächssituation, wie unterschiedlich sie sind, aber wie herzlich sie sich zugeneigt sind, auch das merkt man. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber das ist tatsächlich eine schöne Überleitung zu der Einladung an Sie alle, am Sonntag wiederzukommen, wenn wir dann von der Hölle ins Paradies den Film über Alice Herzsommer zeigen. Ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei Wilhelm Rösing, Marita Bartel-Rösing und bei Ihnen, dass Sie so lange da waren und so viel interessiert an dem Film teilgenommen haben und am Gespräch, und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachhauseweg und Ihnen auch nach Bremen zurück. Ja.